Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hollow Knight. Ich bin Mr. Cutter 4, euer Let's Play in das Kaninchen und ich kann nicht aufhören, dieses Spiel zu spielen. Es ist gerade wirklich einfach viel zu schön. Die Musik ist total toll und ich möchte einfach nicht... Ich möchte nicht aufhören. Ich möchte nicht aufhören. Deswegen spielen wir jetzt noch eine Runde. Außerdem haben wir einen tollen neuen Nagel, den wir in Action erleben wollen. Ja, Action. Woo. Na du, stehst du da so rum? Und hier in dem... In der Stadt der Tränen gibt es ja auch noch ein bisschen was zu entdecken. Dann tun wir das da einfach mal. Waren wir schon länger nicht mehr hier. Okay, bei denen macht das jetzt nicht so viel Unterschied. Nee, warte. Okay, die können nicht schwimmen offensichtlich. Hey du. Hahaha. Also es geht... Ah, nach oben geht's nicht mehr. Wir gehen jetzt mal unten lang. Da gibt's ja auch noch ein bisschen. Ja, guck mal. Wir könnten auch noch in die königlichen Wasserwege, aber ich möchte... Eigentlich würde ich gerne wissen, was da oben in dem großen Raum ist. Unter dem Seelenheiligtum ist noch ein Weg. Aber wir bleiben erstmal unten. Wir gehen jetzt erstmal hier. Nein, da gehen wir nicht rein. Hier gehen wir lang. Hier rüber. Hallo. Was erwartet uns denn hier? Ein riesiger Brunnen? Ach, ich wollte nicht hin. So sehen wir uns wieder, kleiner Geist. Normalerweise bin ich recht scharfsinnig. Dich habe ich allerdings unterschätzt, aber ich kenne nun die Wahrheit. Du sahst über die Grenzen des Königreichs hinweg. Deine Widerstandsfähigkeit wurde aus zwei Lehren geboren. Es ist keine Überraschung, dass du das Herz dieser Welt erreicht hast. Daher sollst du nun erfahren, welches Opfer sie andauern lässt. Hakana Sagamos. Falls du trotz dieses Wissens... trotz des Wissens über diese Wahrheit eine Rolle im Fortbestehen von Highlands Nest spielen möchtest, dann suche nach dem äschernen Grab und dem Zeichen, das dieses für einen wie dich bereithält. What? Denkmal für den Hollow Knight. In dem schwarzen Gewölbe hoch oben. Durch sein Opfer bleibt Highlands Nest ewig bestehen. Tempel des schwarzen Eises markiert? Wir sind... Sind wir gar nicht der Hollow Knight? Ich dachte, wir sind der Hollow Knight. Wir sind der leere Krieger. Wir sind nicht der leere Krieger. Der leere Krieger sitzt da oben? Wie komme ich denn da hoch? Gar nicht. Komm ich hier runter? Kann man nicht hin. Der leere Krieger. Ich habe jetzt gerade noch im Kopf, dass wir vielleicht die... Hast du dich aber gerade noch retten können, wa? Tschüss. Dass wir vielleicht so eine Art von... Präsenz dieses leeren Kriegers sind, der eingesperrt ist und versucht, freizukommen. Und wir sozusagen nur so eine Puppe sind, die jetzt von ihm mehr oder minder gelenkt wird auf dem Weg. Zu ihm, um ihn zu retten oder ihn zu befreien oder zu was auch immer. Hier geht es irgendwie nicht weiter hoch. Jedenfalls noch nicht so, dass ich es sehen könnte. Oh mein Gott. Tot. Nee.
Hahaha, Double Kill. Aber wenn... Was heißt das? Ah, jetzt geht's... Jetzt rödelt's wieder im Köpfchen. Jetzt rödelt's wieder im Kaninchenköpfchen. Der Hollow Knight hat... schon mal das Highlands Nest vor der Seuche befreit. Und das würde natürlich vielleicht auch wieder passen, dass wenn die Seuche gerade wieder droht zurückzukommen, dass dann natürlich auch der Beschützer wieder zurückkommt. Und weil er spürt, dass das Böse kommt. Ach ja. Kommt er auch wieder? Macht das Sinn? Will ich hier hin? Ja, ich bin noch da. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, ob das passt. Dann werden wir wirklich nur eine Marionette sozusagen. Hier sollte ich übrigens, habe ich übrigens gehört, da ist ein... Warte. Kann ich? Komm mal runter. Dankeschön. Nein! Scheiße, das wollte ich nicht. Ich wollte... Da ist nämlich... Okay, so funktioniert das nicht. Ich muss das wirklich hoch und runter fahren machen. Da ist nämlich eine Wand, die kaputt gehen kann. Das wurde von euch gesehen, von Chucky. Was, glaube ich? Chucky hätte das, glaube ich, gesehen. Na, Karana? Da. Achso, so muss ich das machen. Oh, Karte. Tut mir leid, dass ich die verpasst habe. Aber in der Bank. Das ist schon mal sehr gut. War schon mal gespeichert. Hier war ich doch schon. Ist das jetzt nur ein eine Abkürzung gewesen? Scheinbar. Oh, der ist das ein Weg, den ich vorher noch nicht gehen konnte? Dann würde es natürlich aber auch ganz gut passen, dass wir jetzt die Träume der ganzen Krieger und Leute, die das Heilandsnest versucht haben zu verteidigen oder zu beschützen, aufsammeln und in uns drinne sammeln. Weil wenn der Hollow Knight das beschützt hatte, vereint er ja im Endeffekt all diese... Was ist das? Wie bitte? Missgriff. Ursprünglich ein hochintelligenter Käfer. Entstellt durch den Missbrauch von Seele. Ja, nun also im... So zum Beispiel? So Missbrauch? Indem man einfach ständig stirbt? Da komme ich noch nicht weiter. Da geht's hoch. Ah, guck mal, wieder hier. Na du? Was kommt dein Unsinn? Hey. Besser als du. Beste Beleidigung überhaupt. Besser als du. Die Musik ist so toll. Orgelmusik ist wirklich schön. Da hat Mengi recht, Orgelmusik ist wirklich toll. Bist du für ein Glibber? Ach, guck mal, noch einer von denen. Hey, du.
Oh Gott, diesen Homing? Was ist das da oben? Bericht aber. So sehr schränkt uns der Geist noch immer ein. Wie können wir seine Grenzen überwinden? Ist es überhaupt möglich, einen unverfälschten Fokus zu erlangen? Können wir kurz darüber reden, dass da jemand drinne ist? Die experimentieren mit Seele, ne? Die experimentieren hier mit Seele. Oder haben mit Seele experimentiert. Jetzt tun sie das irgendwie eher nicht mehr. Oder geht's da hoch? Offensichtlich nicht. Au! Komm rein! Oh mein Gott, was? Spinner! Ich sterbe. Ach so, na klar. Hatten wir lange nicht mehr. Hatten wir einfach schon lange nicht mehr. Den Tod, ne? Deswegen, ich wollte mal wieder sterben, damit wir das mal da wieder haben. Wir sind in letzter Zeit so gut durchgekommen. Kann ja auch nicht sein, dass wir immer gut durchkommen. Wo kommen wir denn da hin? Ist ja noch kein Zustand. Stellt euch das mal vor, wie sieht das aus? Für euch als Zuschauer, ne? Ist ja auch nicht schön. Ist ja auch langweilig. Die ganze Zeit immer so ein Profikaninchen zu sehen. Ist ja auch ein bisschen demotivierend für euch, denn für die, die das vielleicht auch spielen. Die denn das sehen und denken so, oh, wäre ich auch mal so gut wie das Kaninchen, aber ich bin halt nicht so gut wie das Kaninchen. Deswegen. Ah, guck mal, hier komme ich auch lang. Irgendwo soll ja meine Seele sein. Wo sollen die sein? Was bist du für ein widerliches Vieh? Wo ist meine Seele? Die... Hä? Beziehungsweise mein Schatten. Wo ist mein Schatten? Och nee, der ist da im Bossraum. Wie kacke ist das denn? Das ist ja schon dezent kacke gerade, dass das im Bossraum ist. Das heißt, ich muss gegen meine Seele und gegen meinen Schatten und gegen ihn kämpfen. Das möchte ich aber nicht. Hey, Schatten. Schatten. Hey. Hey. Komm mal her. Hey, hier. Komm mal her. Ja, komm mal her. Ja, komm mal her. Ja, komm mal. Ja, komm mal her. Ah, klasse. Standardgegner auch noch, ne? Kein Namen, sind Seelenkrieger, gelehrter Kämpfer, Käfer, bewaffnet mit einem veredelten Nadelschwert, steigert seine Kampffähigkeit mit geernteter Seele. Kann ich mich hier hinsetzen? Muss ich nicht. Dann geh weg, Stuhl. Will ich da nicht. Warum ist Glas? Ich würde es gerne kaputt machen. Das sieht so aus, als könnte man dort vielleicht durch. Warte mal. Ne, sieht nicht zerbrechlich aus. Gibt keine
Reaktion von dem Glas, wenn ich dagegen schlage. Ich gehe nach unten. Haha. Haha. Das sind komische Viecher. Die sind komisch. Deswegen wollte ich dorthin, um diese Abkürzung frei zu machen. Weil mir. Ich wusste ja, dass die da irgendwo sein muss. Geh weg. Noch einer. Hey. Nehme ich gerne. Jetzt können wir nach oben. Hast mich doch noch getroffen. Da ist ein Weg entlang. Und es geht hoch. Aufwärts. Hoch hinauf. Schon wieder so ein Schleimi-Buddel. Hallo? Hallo? Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, die erlöse ich. Ich glaube, die erlösen wir definitiv von ihrem Leid. Und da müssen wir uns keine Gedanken machen, die können wir ohne Probleme töten. Das ist nur... Ach, das ist die Rückseite. Aha, interessant. Wo geht's hier? Gemein, gemein, ich habe unten geguckt. Bleibt man an einer Stelle. Ich wollte doch hier runter gucken, bevor ich runterspringe. Was da unten auf mich wartet. Tolle Sachen, die das Leben leichter machen. Ah, guck mal, das Glas. Okay. Da tropft irgendwas Schwarzes runter. Warum tropft da was Schwarzes runter? Was ist das Schwarze, was da runter? Ist hier irgendwo, ist hier noch was kaputt machbar? Nein. Auf die Tür! So viel Abkürzung. Ist nicht gut. Viel zu viel Abkürzung, die wir immer wieder aufbauen. Okay, hier geht's irgendwo raus. Ach! Hier stand ich schon, also stand ich auf der anderen Seite, habe ich schon mal gesehen. Oh, hey! Seele! Hey, Seele! Cool! Nein, hier stand ich doch noch nicht. Das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.